Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Play Signal Palsy. Wir sind hier in dem Sektor östlich von Pantagruel in ein Kämpfchen verwickelt gegen die Diamanthaie. Zwei sind noch übrig. Den Rest haben wir, ein Grenadier und drei Hyänen sind schon weg. Und das sind allerdings Elite-Truppen jetzt. Elite-Marodeur, Elite-Bandit. Na, da müssen wir dann halt schauen, dass wir das dann geregelt bekommen. Steroid. Gefällt mir nicht, der müsste näher ran. So. Ist aktuell der einzig sichtbare. Der Rest könnte also noch gut operieren. Der Bandit muss natürlich mit als Nahkämpfer als erstes abserviert werden. Denn der ist schon verdammt nah. Bevor wir mit MD schießen können. Ja, MD könnte noch eine Gratisbewegung machen. Mich stört so ein bisschen hier diese kleine Kante. Die könnte, wenn sie liegen, dafür sorgen, dass die Schüsse wieder hängen bleiben. Fangen wir mit Bans an. Rosa ist auch schon sichtbar. Aiming. Da ist er gepanzert, also besser ein Einzelschuss auf den Kopf beim Banditen. Das waren Seite 40 Schaden. Magst du noch einen? Yeah. Same thing keeps happening to me. Okay, das war nichts. Der ist nur verletzt mit einem 40-Punkte-Kopfschuss. Observe. Bans müssen wir sowieso hinlegen nach dem Schuss. Festnageln ist eine Option bei ihr. Aber genauso gut kann sie auf den schießen. Einzelschuss, Kopf. Na, also, der macht schon mal keinen Nahkampfschaden mehr. Sie könnte sogar noch festnageln auf den Elite-Marodeur. Der Oberkörper ist nicht gepanzert, hau raus. Auch wenn du nicht hocken kannst, dich nicht hinlegen kannst. So, MD. Wir können auch erstmal Kalina nehmen. Kalina sieht ihn noch nicht. Gratisbewegung 2 nach vorne. Sieht ihn immer noch nicht. Okay. Hängt das jetzt mit dem Blickwinkel hier zusammen? An sich würde ich es meinen, sie müsste da zumindest auf den Kopf schießen können. Gut, da muss vielleicht MD regeln. Sieht ihn aber auch nicht. Gut, also Überwachung hier. Got it. I'll shoot at anyone I see. Kalina, I mean, bad guys, genau das Gleiche. Just the bad guys. Das heißt, wir haben noch Steroid und Barry. Still undetected. Barry mal nach da. Sieht ihn jetzt. Ich würde aber mutmaßen, dass der Schuss ja, er ist brauchbar. Hau raus. 32er Crit.
Gleich noch einen hinterher. Der ist jetzt schwer verletzt. Das heißt, wir haben jetzt noch Steroid. Hier könnte er noch schießen. Das ist aber sinnbefreit. Wechsel mal deine Waffe und dann mit Laufen und Schießen hierhin. Dann schießt du dreimal. Aber das ist nicht gut, weil da... Nee, dann besser hier. Dann schießt nämlich die gute Wand gegebenenfalls vorbei. Noch einen kassiert. Und du kannst dich sogar noch hinlegen. So, dann sind wir wohl fertig. Feindlicher verborgener Zug. Ist da noch... Ach, da sind mehrere Trupps. Ach, da sind immer noch welche. Okay. Das war wohl noch ein Zusatztrupp dann irgendwie, der mir entgangen ist. Alles klar, okay. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen arbeiten. Ja, wollen wir mal anfangen. Rosa Werberg. How can I assist? Barry. Ja. Be quiet now! Ja, die arme Claudette. Was immer sie für eine Funktion gehabt hat. Wird sie uns wohl nicht mehr enthüllen können. Kalina und Banz haben Stufenaufstiege. Kümmern wir uns erstmal darum. Kalina hat schon flankiert. Ja, das ist natürlich hier ätzend, ne? Nahkampfangriff, nee, das ist langweilig. Man könnte ihr noch Sprinter geben, Gratisbewegung, wenn sie leichte oder keine Rüstung trägt. Mit ihrer Weisheit lernt sie natürlich auch bescheiden. Na, dann nimm das da. Na, Sprinter, Gratisbewegungsreichweite und dann hatten wir noch Bands. Überwachung. Ablenkender Schuss, ja. Ich hätte bei ihr auch ganz gerne den Meisterschützen. 5% zusätzliche Crit-Chance bei jedem Zielen. Klingt, also für mich ist das echt so eine Sache, die No-Brainer ist. Das scheint mir absolut sinnvoll. Von denen hier brauchen wir eigentlich eher nichts. Nimm hin. So. Dann wieder runter in Sektor. Hier unten ist man auf dem Präsentierteller. Das heißt, ich würde eine Annäherung hier erstmal vorziehen. Deck da mal ab, Rosa. Barry. Moving quietly. Und dann hier überwachen. I will fall on them like a tree in the forest. Steroid in die Hocke. Waffe wieder wechseln. Ja, aber der Überwachungskegel ist ja echt für ein Popo. I was never good at hide and seek. So, Buns. Buns will ich jetzt ein ganzes Stück hinterherbringen hier.
quiet and efficient. Und dann vielleicht noch da. Quietly? Like this? MD noch da sichern und Kalina. As silent as a spirit in the woods. My babusia taught me to hunt this way. Da kommt jemand. Ein Zeherscherge. Blanquevue! Das scheinen jetzt die gesteigerten Versionen zu sein. Steroid und Buns sind nicht mehr verborgen. Monica Sundergaard hier. As good as done. Kopfschussband. 108. This is the precision and efficiency I am known for. Okay, dann tarn dich gleich wieder. Du kannst dann zwar nichts mehr machen, ready, aber das ist völlig okay. Das hier ist gratis Bewegung. Dann gehen wir wieder in die Überwachung rein. Try to become hard to see. Berry. Hier, Steroid kann sich auch wieder verbergen. Hat ja schon mal geklappt hier. Buns können wir noch ein Stück vorbewegen. Und dann MD. Und Kalina noch. Das ist aber eine ordentliche Gratis. Oh, das ist ja eine massive Gratisbewegung, die sie mit der Fähigkeit jetzt hat. I will watch over our partner. Da kommt er. Läuft Kalina. Ah, läuft vorbei. Okay, wer sieht ihn? Kalina sieht ihn und MD. I shall not make a noise. Da würde ich ja erstmal Kalina stärker vertrauen. Der ging aber daneben. Und dann leg dich bitte hin. Dann aber gleich noch festnageln, den Typen. Ja, von mir aus in den Unterleib. So, MD. Oberkörper, hau raus. Ja, das war's doch. Area swept clean. No more trouble is expected. 5 Loyalität für Panther Gruel. MD present. Ja, wollen wir gucken. Let us look at that. Sure. Wir gucken jetzt aber erstmal hier hin. We should gather the valuables. Plündern. What? Nee, lieber mit Barry, falls da irgendwie Sprengstoff oder so an dem Rucksack ist. War es aber nicht. Barry Unger. On my way. Hier, von hier sind wir ja gekommen. Da kann eigentlich nichts sein. Da sind Kräuter. Ready to, das ist doch was für MD. Michael here. Vermutlich ist es völlig egal, mit wem man plündert, aber ich bilde mir einfach ein. Going, right? Dass es mehr gibt, wenn man mit den richtigen Leuten plündert. MD present. With certainty. Nee, da ist nichts. Da ist wieder was. Kräuter noch. Ready mal. To do stuff. MD. Affirmative. Oh, hier sind wir am Kartenrand. I will lead. Okay. Hier ist die arme Claudette. Yes. There's some loot in here. Nahkampfwaffen. Ausbalanciertes Messer. Nahkampfwaffen haben wir gesagt, kommt. Steroid, was haben wir da? Fantastische Wortwitze. Das ist doch genau das Richtige für
Rosa, Führung 61 aktuell. Dann lies doch mal die fantastischen Wortwitze. 62er Führung jetzt. What? Sehr schön. Nee, da war nichts weiter. Da waren wir. Das heißt, es ist jetzt nur noch das Lager hier. I will lead. Da ist Alt Metall. Drei On Teile. The way. Das sind auch Bauteile. Kannst du dir auch holen, Kalina? Und da ist eine mechanische Falle dran, okay. Michael here. We're going, right? I love a good walk. Falle deaktiviert, dann hacken. Infos über Mudwater Bridge D11. Und das ist eine Diamantlieferung, die wir gleich verkaufen für 12.000. Hervorragend. Das war ja das, weswegen wir hier waren. Alright. Da kann nichts drin sein, oder? Das hätten wir ja gesehen beim Vorbeilaufen. Gehe ich mal von aus. Sehe jetzt auch nichts weiter. Oh, yes. Ah, da ist eins der Schilde verschwunden von die Legionssoldaten, die Flüchtlinge schikaniert haben, wurden eliminiert. Okay. Das ist wahrscheinlich eher Zufall gewesen. Spähoperationen durchführen. Ja, wir haben Wichtigeres zu tun gerade. Als so einen Außenposten einzunehmen. Gucken wir erstmal kurz ins Inventar. Hier war niemand, dem wir das geben können. Vielleicht gibt es ja im Flüchtlingslager irgendwo was. Füllen wir hier mal auf. Ach, ging gar nicht. 98%, man konnte nicht auffüllen. Wo sind denn die Medis jetzt hin? Wo sind all die Medis gerade hin verschwunden? Sind weg. Die sind komplett weg. Der komplette Stapel ist weg. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Denn ich wollte ja eigentlich nur, wie gehabt, die Vorräte auffüllen. Wir haben Save vom Kampfende. Vielleicht ist es nur ein Anzeigefehler. Ich speichere mal. Spielstand X. Nochmal ins Inventar. Da sind die Medis jetzt auch wieder. Okay. Ich würde trotzdem gerne auffüllen. Was läuft denn da schief? Auffüllen, null Medikamente. Sind die Medikamente wieder da? Ja.
Das hat doch sonst auch geklappt bei... wenn man einfach nur die Medis drüber gezogen hat. Hier geht's auch nicht. Auch nochmal probieren, wie es sich da verhält. Nein. Wahrscheinlich genau der gleiche Bug wieder. Ja, es ist irgendwo ein Anzeigefehler. Okay, lässt sich dann wohl nicht mehr so gescheit auffüllen, wie ich das bislang gehandhabt habe, dass man halt auch minimalen Verbrauch wieder auffüllt. Aber okay, ist jetzt nicht, ist kein Beinbruch, würde ich sagen. Ja, und dann ist halt hier jetzt die große Frage. Die brauchen 5 Tage, 6 Stunden. Jetzt nur mal ein Test. Wie lange bräuchten wir zu Fuß nach Fleetown? Warum meidet er den Sektor? Achso, weil die anderen Sektoren wahrscheinlich schneller sind. Das ist eine Gesamtreisezeit von 18 Stunden plus eventuelle Gefechte. Also sagen wir ruhig 24 Stunden. Denn wir müssen ja wahrscheinlich auch irgendwann mal rasten. Und wie sieht das aus, wenn wir erst Biff retten? Ein Tag, 2 Stunden. Das Ganze aber auch nochmal zurück. Das sind dann 2 Tage, 4 Stunden plus den Tag. Das sind 3 Tage, 4 Stunden. Das heißt, eigentlich sind es eher 3 Tage, aber ich gehe davon aus, dass wir 2 oder 3 Mal rasten müssen, also 12 Stunden. Das heißt, das könnte nichtsdestotrotz klappen. Denn wir haben ja die Quest mit Biff da. Und irgendwie Biff Apskut muss bei Hill Station gerettet werden. Klingt für mich irgendwie nach... man sollte sich schon ein bisschen beeilen. Das war der Gedanke, den ich zwischen den Folgen hatte. Aber es wird dann halt insgesamt ein bisschen knapper, ne? Aber wie gesagt, das sind 5 Tage, 6 Stunden. Hier oben ist ansonsten eigentlich nichts weiter. Hier ist irgendein unterirdischer Sektor. Boah. Ich hasse es, wenn ich solche Entscheidungen treffen muss. Ich meine, jetzt sind garantiert 12.000, ne, wenn wir den abfangen. Und das hier ist halt nur, damit der Shimu. Wie heißt er? Shimurenga seinen Diamanten bekommt. Was haben wir hier für Operationen eigentlich? Ne, für Gebiet ausspähen haben wir wahrlich keine Zeit jetzt. Holt man erst Biff ab oder geht man gleich nach Süden? Biff könnte halt ein kostenloser Söldner sein. Nee, MRC muss man auch bezahlen, davon abgesehen. Und hier unten, wenn wir wirklich in 18 Stunden hier sind. Also wir haben ja gesagt, einen Tag. Dann können wir definitiv die Mine auch noch holen. Und sind immer noch rechtzeitig zur Diamantlieferung da.
Ne, und Mine ist zweites Einkommen und das würde uns extrem helfen. Verlassenes Anwesen, Camp Savanni. Mitten im Sonstwo. Der Sektor heißt auch anders. Der Rest ist Savanne. Mufusmine. Was ist das da? Verlassenes Anwesen. Das könnte man immer noch sehen und entscheiden, wenn man hier ist. Aber es scheint tatsächlich so insgesamt schneller zu sein. Ne? 18:49. Und wenn man hier einen Wegpunkt setzt, ja, 4 Minuten schneller, wenn man da lang geht. Anstatt an der Küste lang. Aber wir müssen sowieso dann erstmal ins Flüchtlingslager. Wahrscheinlich kriegen wir da wieder ein halbes Dutzend Quests. Aber das mit Biff, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das klingt doch irgendwie schon irgendwie anders, wenn man das mal vergleicht. Hier, die Suche nach Larry. Larry ist im Camp Savanne. Wir wissen, dass er da festgehalten wird, dieses Camp Savanne. Das ist ja hier irgendwo. Hier. Nee, da, das ist das. Und das ist definitiv ein feindlicher Außenposten. Der wird da festgehalten. Und das klingt ja irgendwie nicht mal annähernd so dramatisch wie Biff Apskett muss gerettet werden. Wenn ich jetzt aber nach Norden gehe und mich dadurch irgendwie ablenken lasse, ich meine, hier ist nichts. Hier ist keine Mine, die wir einnehmen können, kein gar nichts. Ja, ich habe eben durchgerechnet, dass wir immer noch rechtzeitig in Flea Town sein könnten. Let's go! Palzi, du und deine Entscheidungen. Ja, ich weiß. We're here. I mean, at this particular sector and all. Ja, da gucken wir uns den Sektor auch an. Hochland. Das heißt, das scheint irgendwie jetzt ein bisschen anders zu sein. Die Vegetation. Sure, we'll get there. Hier ist Kartengrenze. Okay, dann lauf mal nach da. Ja, okay. We move with certainty. Hier noch was? As you wish. With certainty. Look, I found something. Plündern. Schlosserwerkzeug. Kalina, bitte. Warschauer Pakt. Yes? Pack. Hier ist auch schon wieder Karte vorbei. Come on! Come on! Hier ist nichts. Okay, dann. With certainty. Scheint hier ja wahrlich nicht viel in dem Sektor zu sein. As you wish. Hier könnte man noch mal gucken. Yes. Was ist das denn da? Ach, irgendwie ein Vogelnest oder sowas, ne? Aber da dann nichts ist. Hier oben noch irgendwas. We move with certainty. Hoffentlich bereue ich diese Entscheidung, nicht mich nach Norden gewendet zu haben. How can I assist? 5,56 panzerbrechend. 48 Schuss. Hallihallo, Hallöle.
Das ist natürlich jetzt schon reizvoll. Aber 40 Schuss ist noch nicht so viel. Ach, wir verzichten da drauf. So, wir verzichten da drauf. Und nächste Folge geht es dann weiter mit der Suche nach Biff hier im Hochland. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr geht d'accord mit der... Ja, jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Jetzt habe ich mich nach Norden bewegt und jetzt müssen wir halt auch Biff suchen. Und ja, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.